Hallo und herzlich willkommen zu diesem Aufbaurundgang vom Mopfan Pop-Up Freizeitpark in Moers, der hier ab Freitag stattfindet, nämlich den. Müssen wir mal nachgucken. Was haben wir denn Freitag? Der geht dann vom 4. September bis zum. Ich meine, da war irgendwie was gewesen, wie ist eine Woche später, also quasi bis zum 13. denke ich, war das gewesen. Genau. Und wir haben jetzt heute Montag, ab morgens offiziell Aufbau, aber die Schaustelle ist aufgefahren. Und da ich ganz zufällig hier war, habe ich gedacht, kann man einen kleinen Aufbaurundgang machen. Ja. Hier auf jeden Fall zu sehen, die war Kuba von Hartmann, der wird hier vorne stehen. Hier ein Kinderfreistell von Dietz. Da hinten steht eigentlich der Traber, also zur Verständnis, das ist hier der Friedrich-Ebert-Platz. Eigentlich ist die Kirmes immer auf drei Plätze verteilt. Aber dieses Jahr findet dieser Pop-Up-Freizeitpark, der dann wahrscheinlich auch eingezäunt wird, oder der eingezäunt werden muss, halt nur auf diesem Hauptplatz, auf dem großen Stadt in Moers. Hier ist dieser Kuba-Eintransporter. Dahinter steht noch was von Spuk, der hier natürlich auch ist. Was gibt es denn noch zu sagen? Eintritt wird, glaube ich, bei 1 € liegen. Fahrgeschäfte müssen einzeln bezahlt werden. Hier auf jeden Fall auf der Ecke, wo letztes Jahr der Voodoo-Jumper stand. Musikexpress von Remin, da wird hier stehen. Auch ein Stammgast aus Moers. Dann daneben das Spuk, was fürs Europarad von Hanstein eingesprungen ist, der wohl sehr kurzfristig abgesagt hat. Das auch schon heute aufbauen durfte. Sieht auch sehr nice aus. Oh, da hat jemand aber ein Wheelie gezogen. Auf jeden Fall einer der schöneren, einer schönsten Geisterbahnen, würde ich denken. Denke ich so. Und auch halt, wo viel drin ist, ne? Ja. Dann wird hier große Aberfeld Gastro stehen. Das wird wahrscheinlich ein Rundlauf werden. Das Einzige, was mir spontan einfällt, was noch nicht da ist an Großfahrgeschäften, ist der Autoscooter und Rocket von Hartmann. Das sind so jetzt die zwei Geschäfte, die mir einfallen. Aber sonst ist größtenteils alles da. Steht ja jetzt noch nicht so viel hier. Ja, hier auf jeden Fall ein Transport, Jetlag. Jetlag von Weber. Könnt ihr es auch an den Gondeln sicherlich sehen. Das finde ich krass, dass man das so verpacken kann. Auf einem Transporter. Hier sieht man auch ein Stück von der Rückwand. Ja, das ist hundertprozentig der Jetlag. Da steht es ja auch. Jetlag. Ich finde das einfach so krass. Ein einziger Transporter. Das ganze Fahrgeschäft drauf. Steht hier eigentlich dann die Kasse? Nö, keine Ahnung. Ja doch, da ist die Kasse sogar mit eingebaut. Ja, hier Churros von Weber. Ja, hier noch, ja noch, Schnauze hin. Hier noch mehr so Gastrozeug, was ist das? Wahrscheinlich Kinderkarussell oder sowas. Ja, ne? Also Highlights sind auf jeden Fall Jetlag, ja, ich würde sagen die Geisterbahn und Rocket. Weil Rocket ist ja nicht da. So, das war mein. Ja, ist okay. Lemis, ja, Lemis Toilettenwagen ist auch noch da. Ja, ne? Das war jetzt mein kleiner Aufbaurundgang. Natürlich kommen noch einige Fressbuden, der Platz wird umzäunt. Wie gesagt, fast alle Geschäfte sind da, außer Rocket und der Autoscooter, denke ich. Und, Willi. Was denn? Rutsche. Eurutsche. Also, ja, die kommen wahrscheinlich aus Düren dann gefahren. Wie gesagt, das ist hier der Friedrich-Ebert-Platz. Das findet, glaube ich, bis zum 13. statt. Und, ja, ne, das war mein kleiner Aufbaurundgang. Vielen Dank. Wir überlegen euch das Fliegen bei. Bis Freitag in Moers. Auf Wiedersehen. Ja, und damit sage ich mal tschüss. Tschüss.